Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist immer noch Chris und heute zeige ich euch in diesem Video, wie ich super leichte Möbel aus XPS-Platten baue. Und bevor ich jetzt richtig loslege, ich habe für diesen Aufbau einfach nur einen Stapel XPS-Platten gebraucht. Die habe ich für 57 Euro aus dem Baumarkt bekommen. Einen großen Stapel. Ein Edding, ein scharfes Cuttermesser und Montagekleber. Das könnte schon theoretisch reichen, um diesen Kasten aufzubauen. Schaut euch an, was ich gemacht habe. Mal der erste Versuch, eine XPS-Platte hier zu schneiden. Einmal habe ich hier meinen neuen Heißdrahtschneider verwendet. Das andere Mal habe ich einfach mein ganz normales Cuttermesser genommen. Ich muss zugeben, das hat nicht mal die frischeste Klinge. Das habe ich schon ein bisschen hergenommen. Aber jetzt schaut euch mal die Unterschiede an. Das hier ist der Heißdrahtschneider. Kann man das hier sehen, wie kruppelig das hier aussieht, wie wellig und schrottig. Und jetzt mal im Vergleich mit dem Messer geschnitten. Kann man das erkennen? Sieht sauber aus, oder? Hier, schön gerade, schön sauber, nichts ausgefranst. Ich habe natürlich mehrmals durchgezogen, nicht in einmal, sondern Stück für Stück immer wieder geritzt. Und weil jetzt die eine Kante hier so schäbig aussieht, hier mit dem Heißdrahtschneider mit ein paar Wellen, will ich das Ganze nochmal nacharbeiten mit dem Cuttermesser. Suchen wir mal diese Steckverbindung hier, ob das hält. Also man könnte die Zapfen noch ein bisschen tiefer, glaube ich, hier ausschneiden, ein bisschen mehr Platz machen, dass das bündiger wird. Aber das ist doch schon mal mega leicht und mega stabil.
Sag mal, Chris, bist du eigentlich da heute? Ja, wieso? Was ist denn? Ich habe gesehen, du hast bald die 1000 Abonnentenmarke geknackt. Hast du schon, weißt du schon, wann das soweit ist ungefähr? Ja, stimmt schon. Dauert nicht mehr so lange, ne? Aber wann das genau soweit ist, weiß ich gar nicht. Kommt dann auch so ein bisschen drauf an, wie das mit den Abos weitergeht, ne? Ja, und willst du das irgendwie zelebrieren, wenn du die Marke geknackt hast? Oder hast du da eine Idee? Ja, ich glaube schon, aber so ein paar Ideen habe ich schon. Aber die Frage ist halt auch, ob die Leute das eigentlich sehen wollen, was ich mir da so ausgedacht habe. Ja, stimmt. Wäre schon gut, wenn man das vorher irgendwie rausfinden könnte, ne? Ja, stimmt schon. Aber die Leute könnten auch einfach unter das Video schreiben, was die sich vorstellen, was eine gute Idee wäre. Wenn was Gutes dabei ist, übernehme ich das vielleicht. Und wenn es nicht gut ist, mache ich halt das, was ich mir überlegt habe. Okay, das heißt, die Leute müssen das einfach mal unten unter die Videos drunter schreiben, was sie meinen, oder was? Ja, und wenn das ein bisschen schneller gehen soll, dann müssen die Leute halt mal einfach abonnieren, ne? Wäre eine Möglichkeit, das Ganze zu beschleunigen. Also dann einfach mal unten drunter was reinschreiben und kommentieren. Oder, um es zu beschleunigen, abonnieren ist noch besser. Also die ersten Elemente meiner Hängeschränke sind jetzt schon halb fertig, möchte ich mal behaupten. Ihr seht hier, das ist eine der Hängeschränke. Ich habe das hier gestückelt und hier gestückelt, weil es halt in der Länge nicht so gibt in den Platten. Also da zusammengeflickt. Und jetzt seht ihr hier einen Unterschied. Jetzt sind hier Aussperrungen und hier eine Naht. Das gleiche hier, da eine Aussperrung und hier eine Naht. Denn da kommen jetzt hier diese Trennwände zum Einsatz. Um dieses Gestückelte hier nicht noch weiter zu zerstückeln und zu schwächen, mache ich hier einfach eine Stoßverbindung ohne Zapfen. Die zapfen nur da, wo das Material noch dick und stark genug ist, beziehungsweise durchgängig. Und wie das dann fertig aussieht, zeige ich euch in dem nächsten Bauteil, das ich schon verklebt habe. Denn fertig verklebt sieht das Ganze dann so aus. Von innen drin sieht man keinen Unterschied. Und erst hier siehst du, dass hier die Naht ist, wo die beiden Platten mit Zapfen verbunden sind. Und am durchgängigen Boden seht ihr hier die Zapfen, die von der Trennwand hier durchgängig sind. Das gleiche hier, nur andersrum. Hier ist der Boden gestückelt und die Frontwand hat die Zapfen der Trennwand drin. Und ihr seht, ich habe hier den gesamten Hängeschrank. Der ist 30 x 20 x 1,80 m, glaube ich. Und ja, der ist halt ultraleicht und trotzdem stabil. So, es sind kaum 5 Minuten vergangen, da sind meine beiden Trennwände schon eingesetzt. Noch nicht ganz fertig, man muss das hier unten noch ein bisschen hübsch machen. Aber wer sich fragt, wie denn jetzt hier diese Stoßverbindung so gut hält? Ja, hier, ich habe einfach mal eine Schraube reingedreht. Mit einer ganz normalen Holzschraube lässt sich das von Hand verschrauben und fixieren. Da wackelt nichts, da verzieht sich nichts mehr. Das hält. Wer sich jetzt fragt, wie das Ganze eigentlich halten soll bei so einem leichten Material, muss ich sagen, ja, die Frage ist berechtigt. Nicht ganz unbegründet, denn man kann das Ganze ja auch noch zusammendrücken und das Ganze gibt dann Dellen, die nicht wieder weggehen. Also es könnte hässlich werden, wenn man das nicht richtig macht. Aber für diejenigen, die sich das fragen, habe ich eine Lösung. Und zwar, ich arbeite ja ganz gerne mit Epoxy und auch mit Glasfaser. Ich habe mir so einen 10 Meter, so eine Rolle 10 Meter Streifen bestellt. Damit werde ich einfach die Kanten, die Klebenähte und vielleicht auch ein, zwei Flächen ein bisschen optimieren. Ich habe hier auch noch eine Fasermatte, falls ich doch mehr Fläche damit einpinseln werde und die Rolle nicht reicht, weil die ist primär für die Klebenähte, da werde ich die Matte nehmen. Und wo ich das herbekommen habe, Achtung Werbung, ich kriege dafür kein Geld jetzt, aber ich mache trotzdem Werbung, weil der Service super war. Ich verlinke es unten drunter, die Firma, die mir das zukommen lassen hat, bei der ich das bestellt und gekauft habe, steht unten in der Beschreibung drin. So, das ist das erste Ergebnis nach dem Laminieren, nachdem ich das mit Glasfaser eingepinselt habe. Hier sieht man die Übergänge zwischen Glasfaser und dem normalen XPS, was ich einfach nur eingepinselt habe mit meinem Epoxy. Ich habe hier oben schon so ein paar Überstände wieder weggeschnitten. Hier stand was über, das ist hier leicht ausgefranst, das ärgert mich ein bisschen, aber das wird schon irgendwie gehen. Ansonsten, das scheint wirklich recht stabil geworden zu sein. So. Sollen wir mit mal einen kleinen Belastungstest machen hier? Hält, oder?
Und ganz ehrlich, wer schon bescheuert und schüttelt seinen Schrank durch? Und welcher Schrank ist leicht genug, dass man es damit machen könnte? Nur der hier. Ja, hier haben wir jetzt mal eine Stelle, die ist nicht so toll geworden. Hier hat sich dadurch, dass ich das auf den Kopf gestellt habe, hier das Glasfaserlaminat wieder gelegt. Und hat sich hier halt komplett getrennt von der Ecke hier. Ich schätze, das werde ich nochmal nacharbeiten, nochmal neu machen. Ja, aber ist nicht so schlimm. Passiert schon mal. Ein bisschen aus der Schlangenhaut, ne? Wenn man das so durchlaminiert hat, also in Epoxid getränkt hat, wird das richtig ja, transparent, wie Glas halt. Ne? Also was ist alles nötig, um das Ganze aufzubauen? Nun, ich habe das Ganze ja mit ganz normalem Montagekleber verklebt. Das ist das hier, das weiße Zeug an den Ritzen. Die XPS-Platten, den großen Stapel habe ich schon gezeigt. 57 Euro, glaube ich, im Baumarkt, diese riesen Kiste. Einfach nur hier noch ein Edding, um das Ganze zu markieren. Was ich euch empfehle, ist sauber zu arbeiten. Nehmt euch, gebt ruhig 30 Euro nochmal aus für den ordentlichen Schlosserwinkel und dann mit einem sehr scharfen Cuttermesser einfach mehrfach gerade durchziehen. Damit ihr hier gerade winklige Kanten hinbekommt, das macht euch das Arbeiten später sehr viel leichter. Ich habe hier ein Maß von 5x5 immer genommen für diese Zapfen. 10x10 reicht auch. Vor- und Nachteile von dem Ganzen jetzt. Vorteile, es ist ultra leicht und stabil. Nachteil, längere Strecken, also breitere Regalfächer, Sitzflächen, wo man drauf steht und geht und sich drauf setzt, liegt, würde ich daraus nicht bauen, denn das Zeug gibt halt doch ein bisschen nach. Ja? Zudem noch die Problematik mit der Oberfläche, dass man das eindrücken kann, wenn man punktuell zu sehr drückt. Ist auch nicht so optimal, wenn man das nochmal beschichtet, irgendwas drauf macht, kann man das kompensieren. Ansonsten ist es halt relativ leicht vom Gewicht, leicht aufzubauen. Es ist kein Expertenwissen wirklich dafür nötig. Was ich noch sagen muss, es ist nicht schneller. Es geht nicht, ob man es aus Holz baut oder aus diesem Zeug hier, das ist schon recht zeitaufwendig, finde ich. Ich habe dadurch jetzt keine Zeit gespart. Noch ein Vorteil ist, man braucht halt keine Maschinen. Überhaupt keine Maschinen. Das hier reicht aus. Und wer sich jetzt noch Gedanken macht, ob das Ganze feuerfest ist, ob das brennt oder nicht, ja, XPS kann brennen, aber es ist kein Brandbeschleuniger. Also wenn ihr hier Feuerzeug dran haltet, dann brennt hier die Ecke ein bisschen, es tropft vielleicht was runter, aber es ist hier kein flammendes Inferno, das auf einmal losbricht. Das ist nicht viel gefährlicher als Holz oder ein Joghurtbecher oder keine Ahnung. Und wenn ihr das Ding doch aus Holz baut, ja, verstehe ich. Holz ist auf Anhieb, finde ich, wenn man es richtig macht, von außen sofort schön. Hat eine ansprechende Optik. Man ist quasi fertig, wenn man es zusammengeschraubt hat. Man kann es nochmal lackieren, lasieren, keine Ahnung was mitmachen. Es ist schwerer, aber auch stabiler. Das sind so für mich die wesentlichen Unterschiede zwischen der Bauart mit XPS und Sperrholz vielleicht oder Multiplex. Für mich der wesentliche Punkt, warum ich das aus XPS baue. Zum einen, weil es Spaß macht, es ist super easy. Es ist wie Schnitzen eigentlich. Und ich habe halt meine Hängeschränke daraus gebaut, weil ich die Kopflast reduzieren möchte in meiner Wohnkabine. Ich möchte nicht, dass da oben ganz schwere Sachen in den Ecken kleben, die von sich aus schon das Gewicht unglaublich erhöhen. Das ist mein primärer Grund, warum ich das so mache. Also wenn man das soweit fertig hat, dass das hier alles verklebt und verschraubt ist, dass es einigermaßen hält, dass man sich zutraut, das auch zu belasten, gibt es verschiedene Varianten, die Oberfläche noch mal ein bisschen ansehnlicher hinzubekommen. Ich werde voraussichtlich das Ganze mit Sprühkleber einsprühen und mit Filz bespannen. Was ich auch gesehen habe, ist die Möglichkeit, dass man das Ganze einfach mit Kleister oder mit verdünntem Leim einpinselt und so eine Art Pappmaché darauf macht. Einfach Paketpapier, Zeitungspapier oder alte Landkarten oder was auch immer ihr habt, kleinreißen, draufkleben und am Ende mit Klarlack einsprühen oder einpinseln. Das könnte auch eine Variante sein, wie man das leicht und günstig ein bisschen aufhübscht. Mein Fall ist es jetzt nicht. Ich habe das nur in anderen Videos auch gesehen, dass es schon funktioniert hat. Also ich werde es filzen. Ihr merkt schon, es wird ein Mehrteiler. Im nächsten Video werde ich euch zeigen, wie ich das Ding hier filze, wie ich hier Einlagen reinmache, um was festzuschrauben. Ihr kommt auch an der Tür davor. Ihr werdet dann auch sehen, wie das Ganze eingebaut ausschaut. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, solltet ihr jetzt am besten gleich mal abonnieren. Wenn euch das Video bis jetzt gefallen hat, liked es, kommentiert es und natürlich abonnieren. Also dann, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!
Musik.